um den Server sieht es an sich nicht schlecht aus. Er wird auf dieses Jahr auf jeden Fall kommen. Wann ungefähr, kann ich ja schon sagen. Aber ein genaues Datum ist natürlich noch offen. Einen flauschigen guten Tag wünsche euch und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Und in dem heutigen Video geht es um die Frage, wann kommt eigentlich mein eigener Server raus? Es sind nämlich schon einige Monate vergangen, an dem ich den Server angekündigt habe. Und wie steht es gerade aktuell um den Server? Im Hintergrund tue ich hier... Oh, Moment. Nein. So, noch ein bisschen an meinem Plot bauen. Da ich sonst nichts zu tun habe. Ja, um meinen Server sieht es aktuell schon besser aus als vor ein paar Monaten. Jedoch ist in der Zeit nicht so viel passiert, ehrlicherweise gesagt. Denn als ich mit meinem Server angefangen habe, daran zu arbeiten, hatte ich halt Urlaub und damit den ganzen Tag saß ich da am Server dran. Und jetzt bin ich natürlich wieder am Arbeiten. Ich bin ja aktuell in der Ausbildung und da fange ich früh 7 an und bin 16 Uhr vielleicht fertig. Und ehe ich zu Hause bin, tue ich noch Essen, dann ist vielleicht noch Fahrschule und da bleibt halt eben so gut wie gar nichts an Zeit über für den Server. Weshalb, da der Server auch in den letzten, also im Dezember wurde noch was gemacht. Im Januar bis jetzt noch gar nichts. Ich habe aber, also gar nichts ist ein bisschen untertrieben. Ich war mit dem Support vom Hoster im Kontakt, weil ich aktuell mit einem Skywars-Server, der Probleme gemacht hat, irgendwie konnte man da nicht drauf joinen. Das Problem ist jetzt noch nicht ganz behoben, weil ich mich da auch noch nicht ganz drum gekümmert habe, eben wegen der Zeit, die nicht vorhanden war. Aber... Ich gehe davon aus, also der Server wird auf jeden Fall noch dieses Jahr kommen. Auf jeden Fall, das so viel ist schon mal klar. Dieses Jahr werde ich auch wieder Urlaub haben und in meinem ersten Urlaub habe ich so viel geschafft am Server. Es sind Skywars wird gerade, wäre der nächste Modus, den ich machen würde, wo ich gerade jetzt dran sitze. Und ansonsten muss ich mal schauen, wenn ist maximal noch ein Modus da, der gemacht werden muss. Aber ansonsten, gut, mit der Lobby, da gibt es noch kleine Schwierigkeiten. Denn mir fehlt ein Plugin und da ich keine sinnlosen Free-Plugins nutzen möchte, fehlt mir da eben ein Plugin. Ich habe mich auf Fiverr schon umgesehen, ein paar Leute angeschrieben, die programmieren aber aktuell nicht. Der eine antwortet mir überhaupt nicht mehr, super. Dementsprechend, wenn ihr Developer seid für Java Minecraft 1.8.8, dann meldet euch gerne unter der eingeblendeten E-Mail-Adresse. Dort werde ich dann die nächsten Tage auch mal reinschauen. Vielleicht befindet sich da etwas. Denn, also selbst wenn es nur ein Developer ist, ich bin ja aktuell komplett alleine im Server-Team. Das ist ja auch überhaupt kein Geheimnis. Und wenn, bevor der Server startet, werde ich da auf jeden Fall noch ein Server-Team mir suchen. So viel ist natürlich klar. Das Ganze wird natürlich nicht ohne Server-Team leiten, da ich auch nicht 24 Stunden auf dem Server sein kann. Demnächst, also wenn ich dann wieder Urlaub habe dieses Jahr, wird dann auch die Website und das Forum aufgesetzt. Da habe ich schon Leute, die das machen könnten. Also vorab, ein Shop wird es erstmal noch nicht geben, direkt zum Server-Release. Ich schaue erstmal, wie der Server laufen wird, ob sich das Ganze überhaupt lohnt. Auf jeden Fall ist kein Server, der gleich wieder nach ein paar Wochen offline geht. Also es ist halt so, wir müssen schauen, wie das Ganze läuft. Ich habe auch schon gut in Promotion, habe ich schon mir überlegt, was ich da machen werde. Das ist auf jeden Fall schon mal gar nicht so unbedacht gewesen. So, das ist hier falsch. Ich brauche hier auch übrigens gerade für Leute, die letzten Videos nicht gesehen haben, an meinem Dorf, Stadt weiter. Für mich ist eigentlich das Design von meinem Hauszaun beibehalten, weil ich das eigentlich schön finde. Okay.
Ja, also um den Server sieht es an sich nicht schlecht aus. Er wird auf dieses Jahr auf jeden Fall kommen. Wann ungefähr, kann ich ja schon sagen, aber ein genaues Datum ist natürlich noch offen. Ich könnte sagen, er wird ungefähr so kurz, ja, so nach dem Sommer kommen. Ich muss mal kurz schauen auf die Monate. Wir haben es dann Februar, bla, Juni, Juli, ja, August, September. Das ist zwar noch eine Zeit, aber ich will halt auch, dass der Server nicht unfertig rauskommt. Das wäre halt einfach nicht geil. Deswegen nehme ich mir auch da die Zeit, um da was Ordentliches auf die Beine zu stellen. Also ungefähr im August, September. September ist, glaube ich, realistischer. Könnt ihr mit dem Server, ja, rechnen? Zu dem Server gibt es dann natürlich einen Teamspeak-Server, einen Discord-Server. Auf dem Teamspeak-Server kann man dann auch mit dem Discord-Server, muss ich schauen, wie ich das dann machen kann. Aber auf dem Teamspeak-Server wird es so sein, dass man dort auch meinen Radiosender hören kann. Der ist ja auch unten in der Beschreibung verlinkt. Da gibt es auch übrigens einen neuen Stream. Mein Radio heißt ja Radio Mix, ist auf Laut FM hörbar oder auf radio.de, auf Phonus da auch. Einfach mal, oder AirAble kann man auch hören. Ich weiß überhaupt nicht, was AirAble ist. Also ich habe mal gegoogelt, aber finde ich nicht wirklich etwas. Wenn ihr das wisst, schreibt mir das auch mal gerne in die Kommentare. Mein Radio, und dann ist da so ein Link unten in der Beschreibung, könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Da gibt es jetzt auch einen neuen Stream und zwar einen Chartbreaker. Also falls ihr die Charts oder so hören wollt, gerne auch mal in die Videobeschreibung schauen. Da ist mein Sender verlinkt. Ja, und das wäre es an sich auch schon mit dem Video so gewesen. War jetzt nichts Spektakuläres oder Aufwendiges. Aber mir fehlen aktuell wirklich ein paar Ideen und da muss ich eben schauen, was ich so aktuell dann demnächst produzieren werde. Es wird auf jeden Fall wieder ein paar Minigames geben. Weil nur Reefer Games fände ich dann auch nicht so spektakulär. Hab ich? Ja, ich habe hier sogar noch was. Ich hoffe, der Biobot wird demnächst auch ausgebaut, weil ich wollte Andesiter kaufen, aber gibt es da immer noch nicht. Ja gut, wenn euch das Video gefallen hat und ihr keine Updates mehr zum Server oder von mir auch verpassen wollt, keine neuen Videos, dann lasst gerne eine positive Bewertung da, wenn euch das Video gefallen hat. Abonnieren und ganz wichtig, die Glocke aktivieren, damit ihr kein weiteres Video mehr verpasst. Ansonsten sehen wir uns nächsten Dienstag um 15 Uhr. Haut rein und ciao, Leute!